Servus Leute und willkommen zu einer neuen Folge War Thunder, mitten in einem Standbildschirm. Diesmal gibt es den neuen japanischen Radpanzer, mit dabei sind MTB Crafter. Hallo. Und Jay Chris. Hey Leute. Die unterstützen mich mit ihren Marder Boys. Hab direkt eine Schneekarte bekommen, passt perfekt für einen Radpanzer, wir wissen ja alle, die gehen hier richtig ab. Ich hab's noch vorhergesagt. Ja, hat er wirklich. Kurz bevor wir in die Aufnahme sind, bestimmt Schneemaps. Ja, der hat im Gegensatz zu seinem zum Dev-Server hat er seinen Stabi eingebüßt. Bin mir noch nicht sicher, was ich davon halten soll, aber werden wir sehen. Das ist die erste Runde, die ich mit dem Ding jetzt hier fahre. Ich fahre so selten zu C, ich weiß gar nicht, wie ich hier fahren soll. Ja, ich auch. Ich bin gerade schon gegen Haus gefahren. Sehr gut. Okay, der hat keine Thermal, die man nutzen kann. Schade. Also die Gegner sind in der Regel dann hier oben drauf. Man hat halt mit der Möhre echt nicht viel gucken. Ja, hab's gesehen. Okay, der ist... Tiger 2 ist von der Sniper Windstein gedöhnt. Alles klar, ich hab einen T92 mit der APF SDS nicht gepennt. Der T92, ne? Dickes Ding, ey. Aber die Kanone ist ganz cool. Also die hört sich interessant an und die schießt auch relativ präzise. Ich finde, die schießt vor allem schnell. Also die haben auch gut gegen Flugzeuge einsetzen, habe ich auf dem Test Drive schon ausprobiert. Auf dem Test Drive. Da kommt der Artillerie. Ja, angenehm, dass das der kleine Panzer da vorne jetzt alle einschüchtert. Ich sehe ihn gerade nicht. Fährt gleich gerade hier runter. Okay. Ich werfe mal Artillerie wieder hin. Na, ich kann ruhig von wo ich jetzt hier gerade hier nicht einsehen. Ich guck dann mal in die Richtung. Aber scheint es auch ruhig zu sein. Ja, kommen Sie, kommen Sie. Verdammt, mal kann ich durch die Häuser durchschießen. Was ist das denn? Ja, komm. Ja, okay, das ja, auch. Das passt so. Attention to the map. So, und jetzt habe ich keinen Plan, wie wir auf der Seite weiterspielen sollen. Flugzeug aus. Okay, ich hab's. Okay. Eieiei, die Lautstärke, Alter. Ich habe das Gefühl, mich hat schon wieder was zurückgestellt. Wir könnten auf deren Sniper, wo der T92 gerade war, hochfahren. Ja, bin auch gerade überlegen, ob ich da mal hin ist. Oder Richtung B. Also optisch macht er mir schon sehr viel Spaß. Ich mag so Radpanzer. Muss nicht immer ganz so dick sein wie der Konzept. Ernsthaft. Ist echt auf so einem Ministein hier wieder festgefahren. Attention to the map. Affirmative. Jetzt kommt der nächste Jet, oder was? Ja. Und? Na, oben. Nee, echt? Ja, war direkt über mir. Ich muss mich mal eben reparieren. Lass ihn wieder rankommen. Warte, ich komm mal zu dir, du kannst mich auch reparieren, du brauchst sie ja noch für den Schwächepass. Stimmt, Pass, stimmt, ne? Ja. Cover me. Okay, das war keine gute Idee. Verdammt.
Der war so schnell, ich dachte, das wäre irgendwas Leichteres. Dann, du sollst mich ja reparieren. Ja. Aber immerhin kriege ich Scouting für ihn. Oh Mann. Nee, auf sowas wie einen Russen werden wir mit dem Ding, glaube ich, nicht treffen, mit den 90mm Pen, die man da hat. Vor allem, wenn er so frontal auf einen zufährt. Ja, ich weiß nicht, da hat mein Hirn schon wieder ausgesetzt. You know, I see enemy, I like and click. Oh, da ist was, David. Ist was. Ja. Oh ja. Versuch mal durch die Mitte. Oh, verdammt. Hallo, Bombe. Nee, tschüss. Das war interessant. Oh, ja. Hi. Da war ich mein Ziel. Er kriegt die Kanone leider nicht so hoch, wie es gern hätte. Alter, wie viele Flieger fliegen jetzt schon wieder hier rum? Sehr schön. Das ist einer weniger. David, die ist tief bei unserem Spawn, die fliegt dich, glaube ich, gerade an. Oder zumindest in deine Richtung. Ja, ich sehe es dann. Okay, hinter uns ist was. Ah! Oh. Was hinter uns? Ja, hier war eben ein, Like angezeigt. Oh ja, ja, da sind zwei Leute. Heavy und BMP 1. Hey, mach Luki Luki. Wo ist der BMP? Hast du eine grobe Ahnung? Hier. Oh ja. Ich kann dann anfliegen. Ja, dann mach. Okay. Okay. Case closed. Sorry Leute, falls ich jetzt die Ohren wegfliegen, also das ist echt krass laut. Ich komm mal zu dir, ich muss reparieren. Okay, Moment, ich halte mich diesmal zurück, schieß auf nichts. Liegen seht ihr nichts mehr, oder? Nee, ich höre nichts, ich sehe nichts, ich weiß von nichts, ich Hase. So, warte mal, kurz bei Sound gucken. Ja, also Players Engine machen wir mal ein bisschen leiser. Resume. Oh, bereit. Ich kann dich nicht reparieren. Ich habe jetzt erst angefangen. Ich wollte es nicht zu früh machen, falls du noch in den. Ach so, war nur so kurz. Ich glaube, vor uns kommt gleich was. Okay, ist tot. Sehr schön. Nicht schön. Ich habe mal Artillerie auf C geworfen. Warum kommt der Boden immer so schnell nah? Der ist furchtbar, ne? Der steht immer so schnell auf. Wenn wir es dann eigentlich schaffen würden, dann hüpft er nochmal ein Stückchen hoch. Oh, verdammt, ich habe einen von hinten reinbekommen. Von wo? Dort. Ah, verdammt! Ah. Ja, gut. Leider nicht auf ihn schießen. Nein! Deine Kanone ist raus. Ja, meine auch. Wo schießt du drauf? Ach, das Problem ist mit dem Ding, du kannst es halt mit einem 50-Cal killen. Ja, na. Wahrscheinlich, ja, ja. Wahrscheinlich auch noch mit was Kleinerem. Beschreiß nicht. Mit Steine auf das Ding werfen, ey. Also volle Fahrt von der Autobahn, wie es leider ab und zu passiert, bestimmt.
Ah ja, Leute, und sorry nochmal wegen letzter Folge, falls ihr es überhaupt gesehen habt. War ja Flugzeuge, interessiert ja nicht jeden. Aber ich weiß echt nicht, was YouTube da gemacht hat. Also das Video war über 24 Stunden beim Verarbeiten von der HD-Version. Hat es einfach nicht hinbekommen. Ich musste dann den ganzen Spaß nochmal hochladen, habt ihr ja dann gesehen. Gegner bei B. Lebt der noch, der mich gekillt hat? Ich glaub, der ist... Obwohl, nee, der ist noch da. Also IS-3 oder so ist bei C auf jeden Fall. Und ich höre noch einen Jet, glaube ich. Oh ja, der fliegt mich an. Was, ein Jet, der dich anfliegt? Ja, ich bin schon wieder. Oh, das war aber kein Jet. Verdammt. Achso, der weiß natürlich durch den Rauch, wo ich bin. Na klar. Liegt hier jetzt noch was? Verwirrt. War das die Sky Knight, die dich angeflogen hat? Hinter dir fliegt noch was, ja. Also, was heißt hinter mir? Über unserem Spawn. Irgendeine SU-7, glaube ich. Ich sehe es nicht. Wie hoch? Wie tief? Schieß drauf. Wow, jetzt habe ich deine Schüsse erst gesehen. Okay. Zu 9. Ein Hit mit einer 30er, das finde ich auch immer sehr schön. Ein Crit mit einer 30er, das ist noch schöner. Geh sie jetzt mal drauf? Darf ich drauf schießen oder? Nee, der hört mir. Okay. Ja, hol ihn dir. Jetzt habe ich schon den Turm gedreht. Oh nein, was ist das denn? Klar, oh, jetzt bringe ich ihn dir, David. Jetzt hol ihn dir. Kriegst du ihn? Bit. Sehr gut, okay. Mensch. Ja, jetzt hat er mich trotzdem noch. Frag mich sowas nicht mehr, schieß einfach. Das lenkt mich viel mehr ab, wenn ich im Zielanflug bist und du fragst mich, ob du drauf schießen darfst. Okay. Ja, das war super Einstiegsrunde. Also von den Punkten her ist es okay. Ich habe halt keinen einzigen Panzerkill. Ah, das stimmt, dass es David da oben ist. Ja. Ah, du bist ja auch eher der Supporter mit dem Ding. Ja, ja. Hätte okay. Russische Heavies ist das, Nee, also 90mm Pen. Also ich find's halt auch fraglich, ob der wirklich 7.3er Material ist. Was war das denn? Ich glaube, mein Spiel ist besoffen. Leute, das habt ihr gesehen, oder? Oh! Verdummt! Nachladen? Nachladen? Was machst du denn? Hast du World of Tanks gespielt, oder was? Oh Gott, ich weiß, warum ich japanische MBTs im mittleren High-Tier irgendwann nicht mehr gespielt habe. Weil sie so gut sind und du... ja, nee, diese STA und Type 61, die gefallen mir einfach irgendwie nicht. Also optisch finde ich den STA... Nee. Typ 61 heißt es. Gott, ich komme da schon wieder voll durcheinander. Den finde ich ganz hübsch. Aber er ist jetzt nicht mega gut. So, jetzt eine Map mit ein bisschen mehr Versteckmöglichkeiten, bitte. Und vor allem kein Ladescreen, der für immer geht. Danke, Spiel. Oh, ich bin der Erste. Nice. Nehme ich mit.
So, jetzt aber. Würde den gerne mal auf der Stadtmap. Hey, Processing Operation, also irgendwie ist der Hamster schon wieder am Sterben, oder? Der stirbt immer. Der wird nur noch durch künstliche Lebenserhaltungsmaßnahmen am Leben gehalten. Künstliche Lebensmittel wie Gummibärchen und so. Du meinst sowas wie das, was wir 90% der Zeit mittlerweile essen? Nur 90. Ja, so ab und zu eine Karotte aus dem Garten muss ja auch mal sein. Ich bin dann eher so der Bananenesser oder Apfel. Affe du. Oder Äpfel sind auch gut. Aber da mag ich aber nur die grünen und die dürfen auf keinen Fall mehlig sein, die müssen knacken. Genau, und die dürfen auch nicht süß sein, sondern müssen sauer sein. Oh mein Gott. Das ist das erste Mal, dass ich diese Map spiele seit dem Update. Zweites ja, Mal. Ich auch. Jan, Mal. Dann bist du jetzt unser Leiter. Hatte den, ich hatte den Schlachtmodus und der war scheiße. Also ich bin gerade ein bisschen davon irritiert, wie die Dinge aufgehen. Okay, A ist sozusagen Freilandhaltung und C ist mitten in der Stadt. Ich würde sagen, wir fahren zu C. Und B ist halt, wenn man das hat, verliert man es wahrscheinlich nicht mehr. Ich sehe mich aber nicht auf einer offenen Fläche. Von der Seite ist B schwerer zu nehmen als von der anderen. Okay, optisch sieht die Map schon sehr interessant aus. Vielversprechend, ich mag Stadtmaps, die halt ein bisschen Abwechslung bieten. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich voll verfahren. Was meinst du? Die Schienen sind mir zu eckig. Okay. First World Problems, I see. Ja, das ist so. Wer soll da langfahren? Die Breslauer. Aktuell wohl keiner. Ihr mardert beide? Ups, sorry. Was macht er denn schon wieder? Ich mach nichts. Der hat das rechts vor links, ich hab ihn nicht gesehen und dann habe ich ihn gegen die Wand gefahren. Dann hab ich mich anstatt. Du fährst mal wieder alles gegen die Wand, okay. Und anstatt zu entschuldigen, habe ich leider nur Dankeschön gedrückt. Ramesy! Okay, ich bin absolut überfordert, wo man hier langfahren kann. Und wo nicht, offensichtlich. Fahr dir einfach mal hinterher. Ich auch, wenn. Ja, das ist vielleicht nicht die beste Idee. Das ist halt unser Scout-Fahrzeug. Ja, der Scout könnte mal eine Map gebrauchen, okay. Cool, hier kommt. Oh mein Gott, was? Ich kann mal komplett hinten rum. Hast du denn immer wolltest noch eine Stadtmap? Ja, aber eine, die ich kenne. Ja, habe ich halt echt null Plan, wo der Gegner stehen könnte. Ich finde, wir machen das schon gut hier, schön hinten rum. Schön du ganz vorne, dahinter David und ich dann als Letzter. Ja, weil ich auch so viel aushalte, bestimmt. Ja, du hältst bestimmt so viel aus wie wir. Ich meine, das Ding hat immerhin 5 Crewmates. Ihr habt, glaube ich, nur 4, oder? 3. 3 sogar nur. Jetzt macht David noch eine Straßensperre, das ist auch perfekt. Ja, die haben hier alles zugeschüttet, das ist voll gemein. Blöden Bomber. Ich höre da, glaube ich, was rechts von uns. Rechts? Oder... Könnte es auch du gewesen sein. Hast du wieder den Sound vertauscht? Nee, aber seit dem Sound-Update halt es ja auch mehr an den Städten. Ja, da komme ich auch nicht drauf klar, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte halt, es käme jetzt von rechts, aber es war wahrscheinlich nur du. Das ist wie Weight Racing beim Sound. Wundert mich aber, dass wir hier noch keinen Gegner gesehen haben. Ja, so gar nichts. Ich guck mal, was hier oben ist. Das sieht cool aus. Hä? Wo? Ah. Okay, ja, hier könnte es könnte ein bisschen assi sein, wenn man sich verstecken kann. Ja gut, aber du hast nicht so einen großen Blickwinkel. Nee. Aber du kriegst wahrscheinlich den ersten Schuss raus, weil damit keiner rechnet. Ja. Zumindest noch nicht. Die denken, ich bin gehört zu der Schutt auf. Hast du bei uns auf dem Discord gesehen, ich weiß nicht, wer es war, der mit dem Japaner hier irgendwo im Dreck stand und alle sind vorbeigefahren? Nee, oder wohl doch, kann sein. Ich weiß es nicht, ich sehe so viel von uns auf dem Discord. Das meiste vergesse ich sofort wieder. Das meiste ist auch zum Vergessen, ne? Oh Gott, das ist genau das, was ich so hasse an diesen Radfahrzeugen. Oh, ich finde die Performance eigentlich. Auf der Map ist jetzt aber nicht so mega. Warte nur, bis die SP 8 drauf denn. Okay, ich sehe gerade, der lenkt die beiden Vorderachsen. Okay, ist interessant. Das
Es wäre cool, wenn der WDR Mix 10 David, fühl dich angehupt. Der Stelle drehen könnte. Ja, stimmt. So, ich will jetzt mit dem Ding mal was für die Flinte kriegen, was ich killen kann. So, hier fährt ein anderes rum. Oh lol, hier ist ja schon der Spawn. Ist auch schon wieder so riesig. Hello, enemy spawn. Ich will hier nicht sein. Man muss nur verfahren. Ja, ist echt so. Bitte, Scusi. Nee, sind ja Japaner. Dumm Arigato. Nee, verdammt, das war danke. Mann. Ja, irgendwie. Wäre schön, wenn ich mal was. Oh. Lol. Von wo? Hinter der Maus. Wait, what? Alter, ich bin hier gerade voll überfordert. Irgendwie. Ja, ich versuche gerade durchzukommen, aber hier bei der Hälfte der Straßen ist wieder zu. Wenn ich dann hier durchfahre, müsste ich ihn doch links dann auf das Rohr kriegen. Okay. Das ist die chinesischste Maus, die ich jemals gesehen habe. Attention to the designated grid square! Attention to the map! Ah, oh, sehr schön. Also gegen Lights ist das Ding nett. Irgendwie hatten die Gegner die Präferenz, alle zu A zu fahren, habe ich das Gefühl. Ja. Ich glaube auch. Der dreht den Turm aber echt schön schnell. Also ich glaube, das könnte ein Fahrzeug werden, wenn ich mich ein bisschen mit dem eingespielt habe, mit dem ich Spaß haben könnte. Ich glaube, das hier wird, wenn sie alle mal ein bisschen kennen, richtige Eckenbumser Mac einfach nur. Und ich warte auf dich, bis du vorbeifährst, ne? Ich leg Artie auf den Kopf. Komm mal wieder zu euch. Ich sitze lieber in der Rakete an die Seite und die Kette getrennt. Aber was schießt du denn? Es war ein Conqueror, glaube ich. Ja gut, den werde ich glaube ich nicht kennen. Alter, was macht denn die? Mich hat gerade eine Straßenlaterne getanzt. Was meinen die also mit Pole Dancing? Oh Gott, ich komme nicht von der Wand weg. Gerade synchron losgefahren. Ja, so gut sind wir schon eingespielt. Ich hab dich nicht mal gesehen. Ihr seht's, Leute, ich bin ja in dieser Runde absolutes Beiwerk. Was soll ich denn bitte sagen? Ich hab eine Bombe. Verdammt. Jetzt. Alter, da hat mein Schutzengel mich gerettet. Aber Bomben sind total laggy, habe ich das Gefühl. Ja, also dieser Abwurf der Bombe gerade, da gab es schon ein paar leichte Frames. Also, die Bombe taucht für mich erst kurz vom Boden auf, dann hovert sie kurz auf, in der Luft und dann macht's Boom. Hm. Vielleicht stirbt mein Internet ja doch. Ich muss sagen, ich bin jetzt weiß. Ein paar Tage Kunde hier bei meinem Anbieter, aber ich bin ultra zufrieden. Was hast du nun? Ganz normales DSL, oder? Ein Kabel. Echt? Okay. Mhm. Oh oh, oh oh, uncool, der war auch bei mir um die Ecke. Oh mein Gott, der kam von links der Schuss, oder was? Oh ja. Oh. Jetzt hinter mir, okay. Also bei dir sind gleich auch noch kleine leichte Fahrzeuge, die in den Ecken warten. Oh, ja, cool. Hier kommen einige Fahrzeuge lang. Mhm. Über die Brücke, habe ich gerade zufällig gesehen.
verkriemel mich dann mal. Oder ich stelle mich eher so hin, dass ich sie mal angreifen kann. Naja, genau, lass die schön an dich rankommen. Lass die kommen jetzt über die Brücke, oder? Ja, die sind schon drüber. Waren drei Stück, einer ist schon tot. Also die Brücke, die meinst du, ne? Ne, die andere. Die etwas höher, die etwas nördlicher, komm. Die da. Also fahren jetzt von Norden quasi noch mehr rein. Am besten ein. Ihr seht's, ich bin komplett verwirrt, was das Map-Layout angeht. Ich nicht nur. Also in B sind sie offenkundig noch nicht. Ah, da hat sich gut angefühlt. EBR 1963. Was ist denn hier in der Wand? Au. Oha, aber mit dem Ding kannst du dich hart Austin powern. Das brauchst du eine 30-Punkt-Turn. Ich versuche auch mal da irgendwas Richtung A zu machen. Ist das hier offen? Ja, du hast bei der Map als so paar Gegenden, wo es halt echt furchtbar offen ist. Ja, ist wieder für jeden was dabei. Ja, aber so mag ich das auch. Das mag ich auch auf der. Gott, wie hieß die Map nochmal, die im letzten Patch reingekommen ist? Stadtmap. Siversk. Die russische. Ja, genau, genau. Das, du schneller Harim. Also das hier vor mir ist ein T10 oder IS 6, irgendwie sowas in die Richtung. Also easy kill für mich. Au, ach komm. Da ist ein Franzose direkt bei B. Okay. Klang für mich eher wie vor mir, aber naja. Ich spawn mal auf der anderen Seite, dann sehen wir den Rest der Map auch noch. Oh, Flieger am Himmel. Ja, oder? Aber ja, ich gebe dir recht, die Schienen sehen ein bisschen arg eckig aus. Ah, ist einfach eine andere Spur, die gefahren sind. Ja. Oh verdammt, warum sieht er mich denn? Wo stand denn der? Der stand bei B, fährt hinter der Ecke raus und sieht mich instant. Hm. Ich war einen halben Kilometer weit weg. Vielleicht hatte ich einer gedeckt. Ich hatte eigentlich nur ein Medium vor mir. Ach, verdammt, das ist schon der Medium fährt aus meinem Schussfeld. Das mag ich nicht, mach das. Ihr seht, das läuft sehr genau, gut. Du hast genau so irgendwie eine Sekunde Zeit zu schießen, aber da ist ja natürlich ein Zaun im Weg. Was in A? Was steht denn in A? In AMX sowieso. AMX M4. Bei A. Ja, meine Heat ist keine Ahnung wohin gegangen. Ghost Shell. Ja, Flugzeug holen in dir. Das war noch ein T-34 oder so bei B. Werde ich sicher knacken. Ne, man muss sagen, man ist schon sehr eingeschränkt. Also, gerade Heavies, ich wüsste nicht, wie ich die mit dem Ding alleine angehen sollte. Was war das denn gerade? Das klang, als wärst du auf dem Klo. Das war sehr knapp. Ja! Diesmal der Boden dich nicht bekommen. Nee, ich bin zwischen den Häusern durchgeflogen. Wäre da der Fluss nicht gewesen, dann wäre ich weg gewesen. Möchte nicht allein zu B.
Ach komm, der steht da halt immer noch. Was hält denn das Drecksteil aus? Okay, Amix M4 ist raus. Oh verdammt, ich bin tot. Ja, also, wenn man eine Map nicht kennt und vor allen Dingen mit dem neuen Sound noch nicht klarkommt. Also wenn du bei ja, spreng mir meine Kopfhörer. Wenn du bei... Okay, du willst gar nicht zu B. Nö, da steht einer und wartet. Ja. Ich guck erstmal nach A. Hm, sehr schön. Er ist immerhin raus. Hätte ich ihn mal gescoutet. Aber ich habe ihn echt nicht gehört. Was ich nur ein bisschen schwierig finde auf der Map, wenn man sie nicht kennt, welche Straße einen wohin führt. Ich bin gerade nämlich aus Versehen zu B gefahren, obwohl ich eigentlich in deine Richtung wollte. Ja, sind jetzt noch mehrere bei A. Einer kommt von B und der andere von deren Spawn. Schön. Wie ich sehe, noch ein stabilisierter Dude. Sieht die Map eigentlich auch ganz schick aus. Hier hätte ich jetzt gerne meinen Katschi dabei gehabt. Bin ich einfach ins Wasser gefahren, jetzt überrascht. Das Wasser ist sogar gar nicht so tief. Ich glaube, da kann man sogar normal durchfahren. Ernsthaft? Dann ist es langweilig. Da mag ich glaube schon, ja. So kleine Flüsschen, wieso sollen die auch so tief sein? Sag das mal der Polen-Map. Da ist ein Stützwagen. Das ist der wahrscheinlich, der Jan gekillt hat. Ja, hat auf jeden Fall keinen Turm mehr. Ah, Turm ist leer, meinst du? Ja. Okay, der Rest die ist auch leer. Auch, ne? Aber du hast gesagt, bei A war mehr als nur einer, ne? Ja, der T34, der zwischen A und B da rumfährt. Au, au! Ach, komm! Sag mal, hat mein Grafiker was umgestellt? Nein, 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 nein! Wow, Kumpel. Wow. Good job. Brauch nur noch 10 Sekunden, dann bin ich auch bei dir. Au. Von wo? Bitte? Aus der Richtung, wo ich markiert habe. Der T-34 bestimmt. Ne, es ist ein AMX, irgendwas. Ah, cool, ein Ghost Shell. Ja gut, ich bin jetzt wahrscheinlich tot. Ja, ich hab gerade auf seinen Turm geschossen, die Granate ist einfach verschwunden. Ja, ich werde ausblenden jetzt. Nicht, wenn wir dich retten können. Ja doch, wenn mich niemand... Also löscht, da bin ich jetzt tot. Ja, wenn ich jetzt zu dir fahre, bin ich tot. Ja, ist leider das Problem. Au, komm, ey! Wusa! Gott, wie steht denn der da? Ich konnte den nicht treffen. Bei dir auch? Sind deine Kugeln auch einfach verschwunden?
Entweder das oder ich habe halt immer das Wackgestell geschossen. Nee, also meine Kugel ist einfach verschwunden bei ihm. Ich habe einen habe ich getroffen auf seinem Kette, aber sonst. Ja, meine Kugel ist auch einfach verschwunden, aber ich habe auch ein bisschen blöd den Turm getroffen. Also nicht, dass ich ihm jetzt irgendwas unterstellen will, aber die Stelle ist dann voll buggy. Ich weiß halt nicht, ob ich dann irgendwie die Dings getroffen habe, die Brücke oder... Das kann natürlich sein, dass die Brücke das einfach gefressen hat, aber ich habe halt auch überhaupt keine optische Reaktion von der Brücke auf mein Geschoss gesehen. Ja, das habe ich auch nicht. Aber ich habe mit Heat geschossen und ich weiß ja, dass Heat sich auch von allen möglichen Scheiß... Ja, aber dann hätte sie ja wenigstens Bumm machen müssen. Das stimmt, ja. Also... Naja, hat er Glück gehabt. Ja, ich habe ihm eigentlich voll in den Turm gerotzt, aber das Spiel wollte David tot sehen. Willst du, kann man da reinfahren? Meinst du, ja. Also, okay. I try. Hier kommt er noch nicht mehr hoch. Yay. Ah. Du mit deinem, Anti-Spritzschutz. Wir gewinnen das tatsächlich noch. Ja. Ich meine, viel haben wir jetzt nicht gerissen, aber ich meine, hast du mal 5 Assists gemacht. Ich hab keine Ahnung, wann ich die gemacht habe, aber. Du hast halt alles mal angehittet. Ich hab fast nichts gesehen, habe ich das Gefühl. American Way, einfach in jede Richtung schießen, trifft schon irgendwas. ja. Also, wie gesagt, der kann sicher interessant und effektiv gespielt werden, wenn man Map-Kenntnisse hat und wenn man schnell an einen guten Spot kommt. Aber auf einer Map, auf der man sich nicht auskennt, no chance. Ja, falls ihr gute Maps für das Ding kennt oder coole Positionen, einige von euch haben den ja schon gespielt, gerne mal in die Comments. Also ich werde das Ding definitiv noch öfter ausfahren. Ich mag so einzigartige Sachen. Hey, die GM hätte ihm echt gut getan, aber naja, schauen wir mal. Wir hoffen, ihr hattet Spaß bei der Folge. Wir bedanken uns und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.